Wir haben neue Falt-E-Bikes. Warum haben wir neue Falt-E-Bikes? Waren die alten nicht gut? Darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Warum sind wir umgestiegen? Ja, ich habe viele Mails bekommen von anderen Campern, die ja geschrieben haben, schau dir mal die Räder von RSM an, die sind auch nicht schlecht. Da haben wir die Gelegenheit dann irgendwann auf der Rückreise von Spanien genutzt und sind zu dieser Firma gefahren und haben uns dort die E-Bikes angeschaut und eine Probefahrt gemacht. Und ja, und dann haben wir uns irgendwann für diese, nicht irgendwann, sondern haben uns dann kurzfristig für diese E-Bikes entschieden. Ja, da geht es jetzt bei uns erstmal los. Da zeige ich mal, wo die Firma ist. Und ja, und dann schauen wir mal weiter und zeige auch Details von den Rädern. Die Firma RSM findet man im Süden Deutschland, in Baden-Württemberg, in der Nähe von Offenburg. In Neuried, genauer gesagt im Ortsteil Altenheim, ist die Firma ansässig. Wir sind angereist über die A5, von dort aus sind es dann nur wenige Kilometer. Wer mit dem Mobil anreist, hat die Möglichkeit, verschiedene Stellplätze vorher anzufahren oder dort zu übernachten, so zum Beispiel den Stellplatz in Meißenheim. Wir sehen jetzt vorne links das Gebäude mit dem Baugerüst, dort befindet sich die Firma RSM. Da man hier vor dem Gebäude nicht so gut parken kann, gerade mit einem größeren Mobil, biegen wir rechts ab Richtung Sportplatz. Man sieht hier, an der Straße parkt schon ein anderer Camper. Wir fahren aber noch etwas weiter, dort gibt es nämlich die Möglichkeit, noch etwas günstiger zu parken. Hier auf der rechten Seite sieht man jetzt den Sportplatz und hier kann man ohne Probleme parken. Eine weitere Möglichkeit gibt es noch, auf der anderen Straßenseite gibt es einen großen Parkplatz. Auch dort hätte man parken können. Jetzt müssen wir natürlich die 200 Meter wieder zurückgehen, um zur Firma zu kommen. Wir haben uns ja auf der Rückreise von Spanien schon die verschiedenen Modelle der Firma RSM angesehen und haben uns dann für das Modell Mobilist XR entschieden. Warum wir uns für dieses Modell entschieden haben und welche Details für uns wichtig sind, darüber gleich mehr. Ich kann jedem nur raten, bevor er ein E-Bike kauft, eine Probefahrt zu machen, ist letztendlich wie bei jedem Fahrrad, also halte ich für ganz wichtig, denn jeder hat eine andere Sicht auf die Dinge. Viele nutzen ein E-Bike, um damit morgens die Brötchen vom Stellplatz auszuholen oder in die Stadt zu fahren. Das ist bei uns ein bisschen anders, denn wir haben oder beziehungsweise Rita hat ein Hobby, das heißt Geocaching, eine oder andere wird das kennen und ja, da fahren wir dann auch schon mal über Feldwege oder auch im Wald. Und da nutzen wir so ein E-Bike natürlich ganz anders. So ist für uns die Reifenbreite schon mal wichtig. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist der Antrieb. So hat dieses E-Bike einen 48 Volt Akku und auch einen 48 Volt Motor. Durch die 48 Volt Spannung hat man eine gute Beschleunigung, gerade auch im Gelände, wenn man von unten raus Antrieb braucht, das heißt, man ist irgendwo in unwegsamem Gelände. Hinzu kommt noch eine Anfahrhilfe, die softwaremäßig installiert ist. Das E-Bike hat ein übersichtliches, gut lesbares Display, wo alle wichtigen Daten zu ersehen sind, unter anderem sogar die Außentemperatur. Jetzt nochmal zum Thema, warum haben wir uns für dieses Modell XR und diese Rahmenform entschieden? Wir haben das Gefühl oder den subjektiven Eindruck, dass dieses Rad sich gerade im Gelände fährt, so ein bisschen wie ein Mountainbike. Uns stört auch der höhere Einstieg nichts, wir kommen damit gut zurecht. Aber das ist natürlich bei jedem anders und dafür gibt es ja die Räder mit dem tieferen Einstieg. Auch wenn man ein Rad mit Tiefeinstieg nehmen würde, die Technik unterscheidet sich nicht. Wie schon gesagt, am besten man macht eine Probefahrt, um festzustellen, welches Rad zu einem passt. Es gibt natürlich auch noch ausgefallene Modelle, wie hier zu sehen. Bei uns etwas zu extrem, aber fahren sich, muss man sagen, auch gut. Jetzt noch zu einigen Details unserer neuen E-Bikes. Auf der linken Seite im Bremshebel ist die Klingel integriert. So hat man etwas mehr Platz am Lenker und kann zum Beispiel eine Handyhalterung befestigen. Auch auf der linken Seite schaltet man das Display ein und aus und dort kann man auch die Stufen der Unterstützung entsprechend einstellen mit rauf und runter. Auf der anderen Seite sitzt wie bekannt die Shimano 6-Gang-Schaltung, eine Kettenschaltung.
Ich glaube, das brauche ich nicht erwähnen. LED-Licht, das ist, glaube ich, heute Standard bei allen E-Bikes. Aber dieses ist eine extra Geschichte, und zwar Bremslicht. Das findet man, glaube ich, nicht bei jedem E-Bike. Optional gibt es einen Rückspiegel, finde ich sehr schön, möchte ich heute nicht mehr missen. Am Akku befindet sich ein Schlüsselschalter. Mit diesem Schalter kann man die gesamte Stromversorgung für das Fahrrad ein- und ausschalten. Natürlich gehört auch ein Ladenetzteil dazu. Ich kann den Akku laden im eingebauten Zustand, ich kann ihn aber auch rausnehmen und dann laden. Der Akku ist abgeschlossen, so kann er nicht unberechtigt entnommen werden. Auch das Rausnehmen des Akkus ist sehr einfach. Man klappt den Sattel hoch und kann so nach oben den Akku rausziehen. Der Akku hat 15 Amperestunden und reicht bei einer mittleren Unterstützung für etwa 100 Kilometer. Die Firma RSM bietet für ihre E-Bikes ein Zubehörprogramm an, so wie hier jetzt eine Wechselplatte auf dem Gepäckträger. Hier kann ich einen Korb oder wie in diesem Fall meine Fototasche fest verriegeln und transportieren. Auch vorne für den Lenker gibt es eine Halterung, sodass man hier auch eine Tasche anbringen kann. Für alle, die das Rad zusammengefaltet im Mobil transportiert wollen, gibt es eine Tasche. So klein ist die Verpackung, wo das Fahrrad mal reinkommt. Ja, das ist doch gut. Ja, wir haben jetzt einige Erfahrungen mit den neuen E-Bikes gesammelt und einige hundert Kilometer schon damit gefahren und sind bisher zufrieden. Ja, das war mein kurzer Bericht über unsere neuen Falt-E-Bikes. Mein Abspann wird heute ein bisschen anders, schaltet also noch nicht ab. Es gibt ja bei den Videoaufnahmen immer mal Szenen, die nicht so ganz geklappt haben. Und ja, möchte ich heute mal ein paar kurze Szenen zeigen. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, freue mich über einen Daumen nach oben, freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert und sage bye bye, bis zum nächsten Mal. Oben drückst du doch immer drauf, habe ich gesehen. Du musst auf eine Seite drücken. Jetzt setzt du eine andere Brille auf, wenn du das nicht siehst. Was? Setz doch eine andere Brille auf, wenn du das nicht siehst. Und warum waren die alten nicht gut? Darüber. Stopp. Ich hab nicht die richtigen Worte. Ja, warum haben wir neue Fahrräder? Waren die alten nicht gut, hatte ich schon gesagt. Das war zu schnell. Achso. Das war alles. Ja, weiß ich nicht. Wir können ja nochmal was machen. So eine Sonne gucken. Ja, wir werden das nochmal irgendwann machen. Heute nicht? Na gut, vielleicht doch. Was von. Nur man kann nachher nichts mehr ändern. Wieso nicht? Nein, wenn ich jetzt diese Position, wenn ich jetzt wieder was. Nein, aber ich kann aber auch. Ich könnte ja auch.